Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ich möchte sterben. Verdammt. Was? Genau 90 Grad. Leider kann man den Winkel und so nicht eingeben, ja? Man kann sich zwar teleportieren und damit zu speziellen Koordinaten fliegen, aber den Winkel kann man nicht einstellen. Oh, ja. Das passiert nämlich deswegen, wenn man nicht genau 90 Grad hat, geht immer ein Stück nach hinten dabei. Alter, da wirst du so kirre im Kopf. Ich meine, ihr müsst nur zugucken, ich muss hier klicken. Schon einfach gedrückt halten. Muss zwar hier ab und zu ein bisschen aufräumen, aber das tut meiner Sanity wesentlich besser, aber dass ich nicht immer klicken muss. Okay. Vielleicht sollte ich dann doch eher. Achso, weil ich verdreht bin. 89, du kannst die Maus so fein bewegen, wie du möchtest. Du landest immer bei Viererschritten, also bei 89,7. Und jetzt aber obwohl, wahrscheinlich so besser. Muss ich halt nur ab und zu ein kleines Stück nach hinten gehen. Aber dafür braucht er nicht mehr daneben. Von daher. Geht dazu. Schöne Landschaft bei so bei gell? Gut, ich könnte die Sichtweite ein bisschen höher stellen. Dann hätte man von der auch was. Ich meine, wir haben immer noch locker 60 FPS, also da ist noch weit Luft nach oben. Ich sag euch, Alter. Wenn dieser Testlauf durch ist, der jetzt schon gut 3 Folgen braucht, oder? Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Doch, keine Ahnung. Da mache ich ein großes Kreuz am Mann. Ah, guck mal, wie es aussieht, Alter. Schönes Lichterspiel. So. Okay. Jetzt will ich aber doch gleich mal gucken, ob das jetzt hier auch funktioniert. Ja? Wenn ich jetzt hier. Na ja, guck, ich mach mal 2 rein. Achso, der geht in die andere Richtung, ne? Aber die scheinen zumindest miteinander verbunden zu sein. Gut, dann sollte der bald auf der anderen Seite ankommen. Keine Ahnung. Müsste ich dann wahrscheinlich eher beim letzten probieren. Weil ich will nämlich gerade gucken, ob die obere, also die rechte Pipe funktioniert. Das wäre nämlich entschieden wichtigerer. Weil dass die untere funktioniert, wissen wir ja bereits, ne? Ah, wie lange hier durchblinken. Schön. So. Ab hier geht es jetzt weiter. So, jetzt muss ich wieder etwas über 90 Grad sein. Weil jetzt fahre ich in die andere Richtung. Das heißt, 90,1 Grad ist jetzt genau richtig. Aber es geht eigentlich von der Geschwindigkeit, ne? Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt einfach die Maus gedrückt halten kann, ist das auch für mich wesentlich beruhigender. Achso, warte mal kurz. Brauche ich hier Sichtweite erhöhen? Wow, wir sind gerade mal bei 200. Da geht es ja noch weit nach oben. Gut, jetzt hier sind gerade sehr viele Bäume vor uns. Oh ja, da merkst du auch schon. Die 25 Bilder pro Sekunde, die spürst du. Im Blute. Aber dafür schon eine schöne Aussicht. Oh, okay. Sehr schöne Aussicht, vor allem da rechts.
Ja, okay. Mein Test macht wieder alles kaputt. Warum? Hallo? Wieso lädt mein Test nichts mehr nach? Okay. Oh, dafür. Oh, wow. Jetzt wurde die Auflösung geändert. Jetzt macht er was. Mich verarschen? So. Ist jetzt hier? Ja, ist. So. Okay, ich meine, hier so im Tannenwald ist es auch nicht so die beste Aussicht gerade. Ist jetzt nicht gerade so, nicht gerade so das Feriengebiet. Guck mal, da bist du schon wieder weiß. Warum aktualisiert der Server nicht meine Sichtposition? Will ich jetzt einfach stehen bleiben? Weil ich mich die ganze Zeit bewege? Hä? What the fuck? Das ist aber krank. Das ist schon richtig krank. So, dann sind wir schon bei 43. Ich sage, jetzt haben wir es geschafft. Dann haben wir die Pipe schon mal fertig. Das ist doch easy. Dann brauchen wir bloß noch den Punkt definieren, wo das ganze Dustzeug rein soll. Und da weiß ich sogar schon, wie ich das mache. Ja, und dann YOLO. Wir können es sogar sehr einfach machen. Und zwar, dass wir für die Eingabe und die Ausgabe die gleiche Kiste verwenden. Der kann jetzt zwar immer nur halb gefüllt werden, aber wie gesagt, so lange wie das ganze Zeug braucht, brauchst du auch schon für eine halbe Kiste 3 Jahre. Wobei jetzt mit der Maschine soll es ja nicht so sein, ne? Das Witzige ist, alles vor uns da unten rennt er nicht, aber da wo wir gerade sind, wir können immer noch bauen. Das heißt, die Blöcke werden geladen. What the fuck? Das Schöne ist ja wieder 60 FPS. Haha. So was hatte ich auch noch nicht gehabt. Ey, wir lernen hier gerade voll viele neue Sachen kennen. Ist doch schon klar, ne? Oh, gleich sind wir am Ende. Noch 30 Blöcke. Das ist krass. Okay. Hey, nee, geht's noch weiter. Ah ja. Hä? Klar, stimmt ja. War ja richtig. Ja. Wir haben ja nicht ganz mittig begonnen. Wir haben ein bisschen in positiven Bereich begonnen. Ja, ich weiß, man macht jetzt hinten auch über Blumen hin, aber sollte in der Praxis kein Problem sein. Da die Blumen selber nicht konduktiv sind. Und selbst wenn, synchronisieren sie sich damit nur. So, und für den Fall aller Fälle machen wir die hier, die paar nochmal ab. Oh, bitte nicht in die Mitte kommen. Das wollte ich eigentlich behalten. Du Arsch. So. So. Perfekt. Parappa perfekt. Perfekt. So. Hier nochmal. Nein. Hier nochmal. Eigentlich können wir doch direkt hier reinmachen. So. Ja, YOLO. Ich muss schon sagen, funktioniert echt gut. Was ist dein scheiß Problem? Ach, Pferd. Ist ja gar nicht das. Hä? Wo ist denn der Buffer?
Ach, die haben ja keinen Buffer. Ich schon wieder. Gut, den muss ich also doch hier hinten reinpacken. Packe ich einfach hier hinten rein. So. Genau, jetzt sieht das raus. Und jetzt sollte er hinten wenden und es dann oben einmal lang schicken. Ja, es klappt. Geil. Oh mein Gott. Okay, das heißt, den Part haben wir schon mal abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur das hier, das Ding müssen wir jetzt einmal umbauen. Da kommt das Ding nämlich hier weg. Und stattdessen kommt eine Kiste hin. Und der Sinn der Kiste ist nämlich unsere eine Ausgabe. Und deswegen hat es sogar Vorteil, dass wir 501 gemacht haben und nicht nur 500. Ist sowieso zu viel, war ja bloß geschätzt. Chest. So, wir brauchen das. Verdammt. So. Genau. So, hier kommt jetzt ganz viel. Das rein. So. Ja. Wie viele Plätze haben wir hier? Oh Gott, weil wir dürfen ja nur zur Hälfte füllen. Minus 1 Slot Reserve, ne, also nur zu weniger als die Hälfte dürfen gefüllt werden. Und jetzt können wir hier. Yay! Jetzt geht's immer wieder in die Kiste zurück. Der Kreislauf des Lebens. Lol. Voll funny und so. Ach ja, einfach die machen jetzt immer einen ganzen Stack. Stimmt ja. Ganz vergessen. Das ist natürlich heftig. So. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. So. Hier. Okay, warte. Was wir jetzt brauchen, ist Folgendes. Wir fangen mit 3,5er an und geben uns dann, geht das? Oh, give me Uranium. 3,4. Das, du hast glaube, ne? Verdammt. Wie war denn das? Uranium. Doch, 3,5 das. Gibt es jetzt 3,4 nicht, oder was? Oder muss ich da Technik vorschreiben? Technik. Ohne S. Ah. So. 98. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Wir brauchen eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich. Ist auch völlig egal, wir können es trotzdem noch nicht immer geben. Egal, wie viel wir brauchen oder nicht. So. Da. Beziehungsweise, ich fange mal mit dem 0er an. Oh, ohne führende 0. Das ist ja hässlich. Was? Wieso geht's ihm nicht? Lol, war ja klar. Ah, Leute. Ihr packt schon.
Gleich geschafft. Ups. 25er vergessen. Verdammt. So, unser Inventar ist mittlerweile sowieso fast voll. Also können wir die Stelle sowieso erstmal aufhören. Du kannst erstmal raus. Du kannst auch erstmal raus. So. Jetzt kann ich das, nehme ich das Entscheidende. Achso, siehst du, 3,5er hätten wir sogar behalten können. Denn das brauchen wir nämlich hier für die Kiste. Denn in die Kiste zurück soll neben dem auch das, was Abfall ist, also die Nuller, und die 3,5er, was, also das fertige Produkt. Die beiden Endprodukte sollen nämlich, wie gesagt, in die Kiste, weil diese Eingabe-Ausgabe. Das heißt, wir müssen natürlich darauf achten, dass denn die keine vorderen Slots verwenden. Ansonsten, sobald hier vorne ein 0-0er-Slot verwendet wird, hast du das Problem, dass der halt den Slot nochmal vorne hinparkt, den rausnimmt, rumwandern lässt, hier oben wieder vorne hinparkt und dann wieder hinten rauswandern lässt. Also ab dann hast du eine Endlosschleife. Deshalb nehmen wir uns diesen Trick. Das heißt, jetzt werden hier erstmal die hinteren reingefüllt. Und genau das machen wir quasi mit den. Was habe ich gerade gemacht? So. Mit den 0-0ern und den 9-9ern. Mit den 0-0ern und den 3-5ern. Das heißt, wir machen hier ein paar von den 3-5ern. So viele werden dabei nicht rauskommen. Und den Rest alles mit den 0-0ern. Eigentlich sogar. Wie gesagt, ich schätze mal, es wird nicht mal ein einziger Stack an den rauskommen. Das heißt, wir können hier alles mit den 0-0ern voll machen, sodass, wenn die kommen, auf jeden Fall immer hinten landen, sodass die als letztes rausgegeben werden. Sondern immer erst das rausgegeben wird, was hier eigentlich rein soll. Also, was hier eigentlich drin war. Ne? So kann man eine Kiste für Eingabe und Ausgabe gleichzeitig verwenden. Ja. So. Okay, das ist das. Das heißt, ab jetzt kann der hier weg. Und jetzt müssen wir bei dem Gelben immer das reinnehmen, was weg soll. So, das heißt, weg. 0,1 brauchen wir jetzt. So. 0,2. Die Stelle hat auch nicht weggeworfen, okay. Ach nee, das ist ja kein Item, ist ja nur ein Platz quasi. Hä? Moment mal. Ist schon 0,2. Ah ja, ja, siehst du. Ach so, deswegen. So, jetzt haben wir hier 0,3. Nee, wieder 0,2. Verdammt. So, musst also immer zweimal klicken. Das ist ja traurig. So, 0,3. Das Problem ist halt, zurück sollen wir eigentlich auch den Weg. Das heißt, wir haben 0,7 und ab 0,7 bräuchten wir ja 120. Und dann müssten wir ja runtergehen. Immer, also ne, für 0,8er brauchen wir dann für 0,7er brauchen wir 240. Das wird eine Aufgabe. Für, wobei wir das sogar. Ey, mir fällt gerade auf, das könnte man sogar automatisieren. Weil können wir auch wieder mit dem Stacken machen, ne? Wow, okay. Das erleichtert uns die Arbeit ungemein. Aber wir brauchen ja auch von den davorläufigen, also die 0,6er, brauchen wir denn für das 80 Mal. Heilige Scheiße. Boah. Die 460er bräuchte 480 Mal. Eigentlich nicht. Aber auch mindestens 240 Mal. Oder nicht, stimmt gar nicht. Ist immer nur halbe Dings der Bumster. Weiß ich gar nicht. Gut, da müssen wir mal drauf achten. Ich lasse die immer auf jeden Fall erstmal immer nur einmal. Ne? Und dann mal gucken, was da passiert. So, 0,4.
0,5. Ja. 0,6. So, und jetzt wird es nämlich spannend. 0,7. So, und ab jetzt muss ich nämlich anfangen zu stacken. Das heißt, muss ich aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Mache ich ja sehr gerne. Das ist die 1. Das ist die 2. Und jetzt muss ich das Ganze irgendwie läuft das überhaupt. Ich kann in dem Moment gar nicht stacken, weil er in dem Moment alle 0,7 direkt hier reinlaufen lässt. Er reicht ja gar nicht erst weiter. Wie war denn das? Einmal kurz. Wenn ich hier 0,7 hinmache, und das Ding aber voll ist. Oh, da habe ich jetzt sogar schon. Lol. Einmal kurz, ich kann mal testen, indem ich hier einfach mal irgendwas Falsches reinmache und nur einen einzigen. Ich kann an der Stelle nicht mehr weitermachen. Das heißt, ab jetzt wird das Ding blockieren. Und jetzt müsste er den Sima Bands, jetzt hier reinmachen. Oder nicht. Und wenn ja, dann würde er das erreichen. Wobei das dann keine Zeitgeschwindigkeit, weil eben, damit wir einen Zeitgewinn hätten, müsste er der gleichmäßig auf alle verteilen. Das macht er die ersten 100 erst hier, die zweite 100 dann hier, aber dann braucht er hier trotzdem 100 Vorgänge, also 500 Sekunden. Dann müsste er das wirklich parallel machen, alles. Oh ja, macht er. Okay, das heißt, das funktioniert. Cool. Wie gesagt, das bringt mich zwar jetzt noch nicht so viel weiter, aber es müsste ich mal anfangen. So, das heißt, jetzt kann ich das Ding hier stacken. Da. Und zwar in Z-Richtung, aber minus Z-Richtung. Und zwar brauchen wir das Ganze 120 Mal, also noch 119 Mal. Let's go. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich natürlich abzählen, bis wohin sind es 120 Mal. Aber wir können auch einfach testen. Ne, beim nächsten Mal muss ich noch 60 Mal stacken und so weiter und so fort. Wow. Oh ja, die immer hier wieder ein bisschen runter. Achso, ich habe den Flugmodus, hier den Filmmodus aktiv, deswegen. Ich habe gerade hier wohl gewundert, warum das hier so extrem nachschwenkt. Aber eben, das ist ja dieser Filmmodus. Ja, 220 ist ja schon eine große Zahl. Ah, sehr gut. Wow, wow. Ah. Mhm. Okay. Okay. Yep. Mhm. Aha. So. Das heißt, hier kommst du jetzt weg. Dafür kommt hier 0,8 dahin.
So ungefähr. 0,8. So, und bei dem müssen wir jetzt auch wieder 1 machen. B. 2 machen. Und jetzt brauchen wir Stack 95 mal, weil wir 60 brauchen. Boom. Ich weiß, ich könnte doch einfach Timespeed anhalten, aber da vergesse ich das später wieder Fluss zu machen und dann spiele ich privat immer ohne Zeitvergehen. Dabei vergeht ja die Zeit immer nicht. Versteht ihr, wie ich meine? So, ab hier. Genau. So, das heißt, hier kommt jetzt der 9er. Da brauchen wir zum Glück nur noch 15 von. Nee, 30. So, wo sind denn noch 9er? Da. So. Hey, meine da gerade. Da. Jetzt brauche ich die 1. So, jetzt brauche ich die 2. Und jetzt wird gesteckt. Und zwar 29 Mal. Puh. So, verifizieren. Hier ist nur ein 9er. Das heißt, ab jetzt sind wir hier beim 1er. Was mache ich denn jetzt eine Scheiße eigentlich noch? Weg damit. Ach, wollte ich mal wieder aufsammeln. Wow. Danke dafür. So, ist das überhaupt richtig? Also, 240 mal 07. 120 mal 08, 60 mal 09, 30 mal 10. Also haut irgendwas nicht hin. Wir sind jetzt schon bei 15 und sind gerade mal bei dem 1er. Da müssen wir jetzt eigentlich schon beim 1-1er sein. Das heißt, irgendwann haben wir ein bisschen zu viel gemacht. Egal, lieber zu viel als zu wenig. So. Na, hier ist noch ein 9er. Hier ist jetzt der 1er. Hauptsache, wir haben immer nur maximal zu viel und nicht zu wenig. Wie gesagt, das Problem ist natürlich, dass wir genau genommen die Dinger gar nicht gleichmäßig verteilen über dem Wege. Ja. Wir laden die immer alle erst beim ersten rein und erst wenn der voll ist, wird er halt auf den nächsten gewechselt. Das ist so halt nicht das, was wir eigentlich brauchen. Boy. Ich verstehe das nicht. Wie soll denn so etwas funktionieren? Stellt euch mal vor, ihr müsstet das alles casual bauen. Also, nichts mit World Edit stacken, ja? Nichts damit einfach so bauen, weil die Rezepte gibt es ja nicht ohne Grund. Normalerweise sollte man sich die Materialien ja alle zusammensuchen, so wie wir es ja im Let's Play machen. Also, ist jetzt gerade das Let's Play, aber es sind jetzt hier außergewöhnliche Folgen. Stellt euch mal vor, dass hier, also, das wäre ja so, 14 Mal. Und jetzt können wir es eigentlich sogar schon fast manuell machen. Also für 7 Mal extra solche zu stacken, lohnt sich ja nicht wirklich.
So. Verdammt, ich bin immer noch zu nah dran. Jetzt sind wir bei 1-1, genau. Ah, hier brauchen wir noch. So. Hier brauchen wir jetzt 7-mal. Also 8-mal. Weil eigentlich bräuchte man 7,5-mal. Achso, siehst du, bei dem anderen hätten wir auch nicht 15 gebraucht, sondern. Doch, genau, doch 15 war richtig. So, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. So. Jetzt 4-mal den 1-2er. 1. 2. 3. 4. Und den 1-3er. 1 und 2. Ab jetzt brauchen wir also alles nur noch jeweils immer einmal. Achso. Ach, Mann, ey. Ah, aber ich weiß jetzt nicht, wie uns das jetzt so den großen Geschwindigkeitsvorteil gebracht haben soll, weil, wie gesagt, wir kriegen die halt nicht gleichmäßig verteilt. Ich überlege gerade gleichzeitig im Hinterstübchen, wie wir das vielleicht doch verteilen könnten bei den ersten. Aber machen wir uns nichts vor, wir müssen. Oh. Wir müssen das hinten auf jeden Fall verteilen. Müssen wir da diese Lua-Controlled Pipes-Dinger dann nehmen? Oder müsste ich erstmal herausfinden, wie diese Lua-Programmierung funktioniert? Ne, weil bei denen kann ich ja dann eigentlich, also ich schätze jetzt mal, dass ich einen Programmiercode erstellen kann, der sagt: If Itemstring ist gleich bla 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 07 bla bla bla, danke dafür. Dann und wenn nicht, schick weiter. Und dieses dann ist dann noch eine If-Verzweigung. If Zähler ist also im ersten Fall 119, dann pack rein. Ansonsten zähl hoch. Und schick eins weiter. Achso, und wenn du reinpackst, natürlich auch noch den Zähler zurücksetzen, klar. Ne? Sodass er jeden 120. 07er reinnimmt und alles andere weiterschickt. Der nächste packt dann jeden 118. 07er rein und schickt alles andere weiter. Der nächste jeden 117. 07er rein, alles andere weiter. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das kannst du halt. Das müsste ich dann halt wirklich mit diesen Lua-Dingern machen und keine Ahnung, wie man die programmieren kann. Das ist mir denn doch ein bisschen sehr. Ich glaube nicht, dass das so intuitiv ist. Mal gucken. Ja. Ich meine, ich würde jetzt so machen. Void Main. Nee, Void macht man nicht. Wir bleiben klassisch hier, ne?
Init Main brauchen wir nicht. Und dann let's go. So, und dann würde ich sagen, if Anna ist nass, dann Anna nass. If you know what I mean. Ne, aber was jetzt eigentlich bräuchte, also angenommen, das wäre jetzt der erste. Ja, dann würde ich jetzt zwar schreiben, wie, ich mache jetzt mal so bildgebende Sprache, wenn Itemstring gleich, achso, muss ja klammern hier. Ne, wenn Itemstring gleich, ne, also Itemstrings kannst du jetzt hier sowieso nicht vergleichen. Da bräuchtest du diese String-Compare-Funktion. Ich weiß jetzt nicht, was Lua alles kann. Von daher, ich bin jetzt nicht so begabt in Lua. Von daher versuche ich einfach mal so eine C-ähnliches Dialekt jetzt gerade hier zu implementieren. Ne? Also, wenn Itemstring ist gleich bla bla 07, oder heißt der nur 7? Nee, heißt ja gar nichts, genau. Das 07er ist ja das ohne Zahl drinne. Aber einfach mal der Klär halber, mache ich jetzt noch eine 7 hin. Ne? So, Dust. So, ne? Bla, bla, 7, Dust. Dann mache bla, bla, bla. Ansonsten man muss ja hier an bestimmte Sachen halten, sonst blickt ja keiner mehr durch. Und sonst gibt es wieder Kommentarkrieg hier. So, ansonsten schick einfach durch. Schreiben wir jetzt einfach mal. Also angenommen, wir haben ja das, was wir entgegennehmen, ist Variable x. Ne? Und wenn, ne, dann return x zu rot. Oder was war es in dem Fall? Schwarz. So, ne? Also wenn es nicht blabla 7 ist, dann gib x einfach nach schwarz aus. Dann ist alles gut, dann ist alles gut. Funktion beendet. Wenn es aber das 7 ist, dann kommt auch hier eine zweite Abfrage rein. If count ist gleich 119, dann den Zähler zurücksetzen. Count ist gleich 0 und return x nach gelb. So. Also, wenn nicht, dann count um 1 hochzählen und dann halt return x auch nach black. Bop. Irgendwie so. Halt. So. Also so ein Programmcode müsste man quasi schreiben für jedes Ding einzeln, weil sich dieser Wert natürlich hier ändert. Das ist mal 119, beim nächsten 118 und so weiter und so fort. Aber so diesen C-ähnlichen Code, in Lua natürlich, müsstest du hier reinschreiben. Aber das kann es halt nicht sein. Also, sorry. Es ist halt sowas von viel Aufwand. Und das alles nur, um eine gleichmäßige Verteilung zu realisieren. Also, schon. Execute. Oh. Hä? Ist gleich ist expected nimm main? What the fuck? Okay. Wenn du das sagst. Ja. Also ist gespeichert. Tatsächlich, lol. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist... Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll. Wo geht denn der hin? Was ist denn das für einer? Die ganzen 07er waren doch alle da vorne. Wer weiß. So, was haben wir jetzt eigentlich hier? Hier ist jetzt nur 00 und 0, genau, hier sind nur die beiden Endprodukte. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Also wie man sieht, so wird es auf jeden Fall auch nichts.
Hier sind die ganzen 05er. Ja, siehst du, der ist schon völlig überlastet. Deswegen, eigentlich müsste man da runtergehend auch. Also wir bräuchten 120-06er, 60-05er, 30-0 und so weiter und so fort. Ne? Wisst ihr schon. Also wir haben jetzt eine Pyramide, die toppt bei 07, die bei Benachbarten, also 07 bräuchten wir 240 Mal, die Benachbarten müssten dann also 120 sein, deren Benachbarten müssten dann 60 sein und so weiter und so fort. Ne? Und mehr als, also weniger als 1 geht halt nicht. Ich weiß nicht. Das ist wenigstens die einzige Art, die ich mir vorstellen könnte. Aber man sieht ja, es ist so nicht praktikabel. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo das alles hinführen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Ich meine, hey, wenigstens funktioniert unsere Loop, ne? Die kommt von ganz hinten immer noch hier die Pipe entlang. Also die Loop scheint komplett zu funktionieren, auch wenn sie riesig groß ist. Das ist halt das Schöne an Pipeworks und an Mesocon, dass sie halt auch Gebiete aktiv halten, wo du selbst halt gar nicht drin bist. Das ist halt schon krass. Allein wenn man jemanden lang guckt, Alter. Was für ein langes Ding das ist. Ach ja. Sollte ich zu träumen anfangen, wenn man von langen Dingern spricht? Ich weiß nicht. Irgendwie klingt das gerade falsch. Egal. Ja, nee. Also, das ist auch nicht. Also, das ist halt das Einzige, was mir halt wirklich einfällt. Ja, was der vorgebaut hatte mit den ganzen Stages, das funktioniert halt nur, also das wird halt auch super kompliziert, weil ja die Stages nicht nur hochgehen musst, also nicht, wie gesagt, nicht One-Way, sondern auch bidirektional. Ja, du musst die Dinger auch wieder zurückgehen können. Hätte man vielleicht implementieren können, dann hätte das Ding aber viel größer sein müssen, weil du brauchst dann wesentlich mehr Weichen, die entscheiden, was wohin soll. Kannst du nicht einfach beide zusammenführen und so eine Ausgabe schicken, so wie wir es gemacht haben. Also. Ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht, ob das das Gold vom Ei ist. Und dann, wie gesagt, auch die Mengen. Wenn wir 178 oder wie viel wir hatten, 07er haben, wie viel 3,5er denn dabei rauskommen, würde mich echt mal interessieren. Deswegen die Frage halt an euch: Hat irgendjemand schon mal sowas funktionierend hinbekommen? Ganz dumm gefragt. Haben die Entwickler der Technics-Mod das überhaupt schon mal probiert? Oder dachten sie einfach nur, ja, YOLO wird schon funktionieren, wir spielen eh nur Creative Mode. Also. Ich meine, wie gesagt, meine Anreicherungsanlage sieht halt super cool aus, finde ich. Ja, ist ja Geschmackssache. Sieht halt super cool aus, aber sie ist halt zu nichts zu gebrauchen, weil ein einziger 3,5er braucht halt 20 Jahre. Also da wirst du nichts gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, kann auch sein, dass es viel weniger als 20 Jahre sind, weil 20 Jahre, also die Berechnung mit 20 Jahren geht halt nur davon aus, dass das halt One-Way-Stages ist. Also es immer nur eine Stage hochgehen kann, aber die Items können auch wieder eine Stage runtergehen und dann neu angereichert werden. Von daher kann es auch sein, dass es mehr, also schneller geht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn da mal jemand in dem Video oder einen der vorigen Videos mal das selber ein bisschen versucht. Oder vielleicht schon versucht hat, wie gesagt, keine Ahnung. Und mir dann mal
irgendwie ein Video schicken kann, wie das Ganze, also auch so als entweder als Art Let's Play oder Tutorial oder whatever. Das würde ich gerne mal in einem Video sehen, wie das funktionieren soll. Weiß nicht.